Statement. Ich habe auch keine Lust. Was aber du? Die Dosis wäre jetzt nicht so aufgebläht wie die letzte. Die ist auch nur ein paar Tage alt. Was denkst du, wird uns erwarten? Fisch. Gösta Hannels, Fiskalteri, ABSB, Skaksute. Ah, das wird irgendwie Fuchs oder Wolffleisch bestimmt sein. Wolffleisch? Wie erklärst du dir die Kreten? Ich weiß es nicht, wie die da reinkommen. Wolffleisch mit Kreten? Ja. Ja, der Wolf hat vorhin Fisch gefressen, ist doch klar. Ja, die Bank ist ein bisschen nass, da haben wir halt den Stuhl drauf getan. Alles hier. So. Hängt der nicht noch in der Dosenöffner? Ich weiß nicht. Ja, ich hab ihn! Boah! Oh. Boah! Mach weiter auf! Jawohl, Paul, zieh! Ich weiß ja auch nicht, irgendwie. Ich bin blind auf den Ohren. Oh, es sind tatsächlich noch Stückchen. Jawohl! Ah, scheiße! Ich weiß nicht, wo der ganze Trubel ist. Das riecht echt nicht so schlimm. Wir haben ja den Seelachs. Ich werde ganz sicher nicht essen. War doch schlimmer, als er verschimmelt war. Da waren noch ein paar mehr Gase drin. Bei uns in der Familie Südkoreas ist das so, um Sushi zu essen, muss man ihn erst sezieren. Heißt, Kräten aus dem Vieh. Das jetzt bei den Nachbarn aufs Stück schmeißen. Ich weiß nicht, ob ich damit jetzt anfangen soll. Dieses Jahr geschenkt. Letztes Jahr geschenkt. Was lernen wir daraus, Paul? Bei finales Statement. Niemals Suströming kaufen! Boah, Alter. Das etwas ältere Suströming? Das war wesentlich heftiger. Das war heftiger. Wegen der Inflation des Holzpreises muss ich jetzt das Holz gießen. Max, den Gewinner von den Keksen werde ich übrigens jetzt ziehen. Paul hat kommentiert unter Julian. Gratulation, Julian, du kriegst die scheiß Kekse. Frohes Neues. Frohes Neues. Statement zu den Keksen, die sind richtig kacke, gell? 10 von 10.